Servus, hier ist der Christian Martin, Küchenchef vom Gut Edermann. Wir sitzen hier gerade in der historischen Bauernschenke von unserem Ressort. Ich bin diese Woche Wirt der Woche von der Brauerei Schönrahm. Als Gericht habe ich mich diese Woche entschieden für ein Duett vom Strohschwein regional von unseren Lieferanten. Dazu ein Buttermilchknödel, klassiertes Wurzelwerk. Das Ganze mariniert mit einer Bananen-Schönrahm. Bier, Vinaigrette, das Ganze mit Frühlingszwiebeln noch. Und zwar haben wir einmal das Schweinefilet, Strohschweinefilet haben wir als ein Crepinette gemacht, einmal scharf angebraten, dann in den Landschinken von hier, einen roten Landschinken, das Schweinefilet eingerollt, das Ganze auf 64 Grad Kerntemperatur geschoben. Dazu haben wir eine Schweinewange, die ist geschmort bei Niedertemperatur 36 Stunden. Da auch aus den ganzen Wurzelgemüsen, aus den Abständen eine schöne deftige Soße gekocht. Die Knödel sind mit Buttermilch nochmal angereichert, die werden richtig schön, ganz tolle Konsistenz, schön weich. Am besten kommt selber vorbei, probiert den Teller mal aus. Schönrahmer verlost noch einen Gutschein. Ich freue mich, euch zu sehen und sag Prost. Musik.